CIRTA ist eine Abkürzung und steht für Centre International d'Études des Textiles Anciens, also Internationales Zentrum für die Erforschung von historischen Textilien. Das ist eine Gesellschaft, die seit 1954 besteht und sich alle 2 Jahre zu einem großen Kongress trifft. Und diese Kongresse finden eben alle 2 Jahre an unterschiedlichen Orten statt, vorzugsweise an Orten, die eine interessante, bedeutende Textilsammlung haben. Und deswegen sind wir in diesem Jahr in Krefeld. Jede dieser CIRTA-Konferenzen legt ein Thema vorab fest und ich bin sehr stolz, dass ich quasi das Thema Farbe in Textilien, Färberei von Textilien, passend zu unserer Ausstellung hier platzieren konnte, sodass alle Beiträge, die im Laufe dieser 3 Tage hier vorgetragen werden, eben sich im Grunde mit unserem aktuellen Thema im Rahmen von Zeitkolorit beschäftigen. Es geht dabei um Archäologisches, es geht aber auch um Modernes und Analysemethoden und ich freue mich sehr, dass die Kollegen aus aller Welt hierher gekommen sind, um hier in Krefeld mit uns eben dieses Thema und diese Konferenz abzuhalten. 120 Teilnehmer haben sich angemeldet für diese Tagung und ich bin unglaublich stolz, dass das hier stattfinden kann. Ich freue mich auch für die Stadt Krefeld, dass sie dadurch eine Möglichkeit bekommt, im Grunde an die alte Seidentradition anzuknüpfen und dieses Wissen um die Geschichte quasi den Kollegen wieder mit in die Welt nach Hause zu geben.